Welcome back und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Grid Legends. Es geht wieder rein in den Story-Modus. Wir haben schon ein bisschen was abgearbeitet und heute geht's rein zum Ajit, hieß er, ne? Unser, was war das denn? Unser Ingenieur oder Mechaniker? Eins von den beiden. Gucken wir, was da los ist. Mein Name ist Ajit Singh. Ich bin Senecas leitender Ingenieur. War das okay? Cool. Kommt rein. Willkommen in der Werkstatt. Das hier ist unser neues Baby. Ein Beltra Icon Mark III, aber mit ein paar Upgrades. Elektromotor, aktive Aufhängung und platzierte Brennstoffzellen. Hier. Das meiste Gewicht sitzt hier unten im Chassis. Und der hier, das ist ein alter Freund aus der letzten Saison. Jupiter San Marino. Ich habe den Job, weil ich mit Marcus gewettet habe, dass ich einen alten Eagle Ray MK4 schneller mache als einen Type 8. Hat keine 7 Tage gedauert. Jetzt schraube ich an alle mit Motor und Überrollkäfig. Tourenwagen, Muscle Cars, Open Wheel. Ich mach dir alles siegestauglich. Einen Fahrer zu finden ist eher das Problem. Heute sollten wir ja, Mensch. Sie im Auge behalten. Er konnte sich beim wir gehen rein. Viel Anerkennung verschafft. Aber ich glaube, er wird heute. Mach dich bereit, Start in. Muss ich jetzt wirklich warten? Was fahre ich denn überhaupt? Ford GT? Ford GT. Kriege ich hin. Aber nur Ford GT ist. Oh wow. Perfekt dahin geguckt für den rausfahrenden Spoiler. Hässliche Designs. Aber wir noch das Schönste. Aua. Okay, dritter Gang, easy. Ist ja so viel Auslaufzone. Oh, okay, das geht viel schneller. Sich links, 90 rechts. Aui, ich muss hier weg. Jetzt kommen die wieder ran. Zweite Runde. Vor mir sind Classic Touring Cars. Dann wird ein Hindernis rennen. Ah, sind doch die ersten BMW M3, oder? M3 E30. Mit der M-Karren voraus. Die auf der Nordschleife. Oh, das wäre so schön. Und kann ich da mal die Wand in Ruhe lassen? Was ist denn da los? Das soll ich auch sagen, wenn sie keine Lust haben zu fahren. Ah, ich habe keine Lust. Ah, noch viel schneller. Das war ja die Kurve mit der Riesenauslaufzone. Audi Quattro raus. A4? Gott, ich will euch nicht wehtun. So schöne Autos. Deine Rundenzeit eben betrug 59,0.
Oh Gott. Hallo? Weg von der Wand. Unser anderer Wagen hatte einen Unfall. Drei Plätze weiter vorn. Unser anderer Wagen ist auf einem der mittleren Plätze. Gott, oh Gott, oh Gott. Hallo, ihr krummen Freunde. Nicht zu verwechseln mit Bananen. Das sind die krummen Freunde. Gute Arbeit. Ja, ist er schon vorbei? Huch. Ich war gerade so in Fahrerlaune. Ja gut. Nicht erster. Aber trotzdem geschafft. Ich will jetzt mal richtige Rennstrecken haben. Oder gibt es hier keine richtigen Rennstrecken? Da wird es auch keine Nordschleife geben. Das wäre sehr tragisch. Ein Rennspiel ohne Nordschleife. Aui. Grid Legends. Okay. Ich hoffe nur, ich sag nichts Dummes. Nur ja nichts Peinliches aufnehmen, okay? Wie heißt du? Tom. Freut mich sehr. Tom? Alles klar bei dir? Tom? Okay, dann lass uns loslegen. Hi, ich bin Valentin Mansi und ich bin 10-maliger Grid-Weltmeister. Ich mach nur Spaß. Ich hab noch nie gewonnen. Aber es war knapp. Ja, puh, das war ja, puh. Oh, jetzt. Fiat Motor. Das sieht gar nicht gut aus. Für Senecas 22. Der Neuzugang hat also den Dumont geschrottet? Ja, die neue Bremsanlage ist noch nicht perfekt. Bist du damit einverstanden? So einen Amateur kurz vor Saisonbeginn einzustellen? Du warst auch ein Amateur, bis er dort dich eingestellt hat. Hast du nicht einen Dumont zu reparieren? Senecas Nummer 22 und Valentin Mansi können es einfach. Oh no, ich hab kurz gedacht. Ah, Dubai! Die haben zwei Strecken, die man sogar kennt. Eine ist eine Vollanstrecke, das andere ist ein gut genutzter 24er-Kurs. Mit Dubai Autodromo, irgendwas Circuit. Ah, das ist wieder sowas statt ausgedachtes. Warum? Gib mir richtige Strecken. Oh, wow, sind die Zahlen groß. Sie ist 3-1 los, größer geworden. Oh, warte mal. Ach, schade. Ah, schade, Punkt snuggelt nicht. Wow. Da war ich aber sehr zu spät. Lenk, lenk, lenk. Oh Gott. Buckel! Oh Gott, da wurde die Strecke auch noch ganz schön eng. Ach du Heilige, was ist das denn für eine enge Kurve? Bei diesem Spiel so ungewohnt. Was ist denn da los? Ich bin Erster. Ich glaube, ich habe Zeit für einen coolen Move, oder? Ich weiß auch schon an welcher Stelle. Diese Runde war deine Zeit. Obacht. 50,9. Vielleicht kommt's. Okay.
Nächste Runde. Weil jetzt so flop, flop und rum. Oh, ey. Oh, schade. Das Ding ist aber auch ein Straßenmagnet. Oh, ey. Okay, wir raffen uns wieder. Yay, winner, winner, chicken dinner. Na, ich glaube, ein Rennen können wir noch fahren, wa? 2,55, ja komm. Oh, können wir noch. Heiter, weiter. Circuit Racing. Havanna. Oh, wir fahren GTE. Jume will sich mit dir messen, also zeig ihr, was du drauf hast. Unser anderes Auto hatte einen Unfall. Okay, passt nur auf, dass ihr euch nicht gegenseitig aus dem Rennen werft. Keine Sorge, Alter. Müssen mal Strecke kennenlernen. Okay, wow, das geht viel schneller. Ich vertraue einfach auf die Bremslichter der Vordermänner. Das hat gerade schon ein bisschen Project Cars 3 Feeling. Project Cars 3 habe ich nicht gemocht. Ich dachte, mit Circuit Racing geht es vielleicht auf der Rennstrecke, aber ich glaube, hier gibt es keine Rennstrecken. Keine richtigen, die man kennt. Das wäre wirklich sehr schade. Zweite Runde und du hast zwei Autos vor dir. Das war gut. Oh Mann, zieh! Zieh, lieber Mann! Oh Gott. Ha, alles safe. Oh Gott, musste ich mich überwinden, hier Vollgas zu gehen. Und das wieder zweimal rechts Vollgas. Sein Ford GTE ist viel schneller. Geh da lieber auf Mann, lass dich nicht aus dem Rennen werfen. Bin da. Oh. Wow. Hat er mir noch eine mitgegeben. Große Auslaufzone. Bei der letzten Runde war deine Zeit. Hansi, fahr! Meine Aston Martin hinter uns. Voll, oder? Easy voll.
Oh Gott, Banzi, es tut mir leid. Bist auch einfach ein guter Prellbock. Ich würde so gerne Flashlight, aber ich glaube, die Taste gibt's nicht. Okay, hier gibt's wieder A. Das war die schnelle Kurve. Letzte Runde. Deine Rundenzeit eben betrug 1:17,4. Also wirklich Windschatten gibt's nicht, oder? Yes. Kurz verwirrt, warum das, weil er gebremst hat, aber nee, war die Vollgaskurve. Hab mich erinnert. Oh Gott. Kurven haben es aber auch drauf zum Teil. Das war eine schnelle, oder? Ah, trotzdem ein bisschen gelupft. Yay, Piuno! Na gut, ich nehme zurück, was ich über den Dumont gesagt habe. Was hast du denn über mich gesagt? Trophäe erhalten! Mond über dem Schloss. Na klar. Na gut, schließe Rennen hier auf Havanna auf der Route. Castillo View bei Nacht ab. Perfekt. Yumi Tanaka wird sich wohl an das neue Fahrergespann gewöhnen müssen. Es sieht gut aus. Na Mensch. Jetzt hatten wir den Ford als Straßenversion und jetzt sogar als Rennversion. Das ist doch schön. Da würde ich mal sagen, Leute, morgen. Wer hätte das gedacht? Morgen geht's weiter. Bye, have a great time.